Guten Tag, mein Name ist Bormann, ich bin Lehrer in Berlin. Ich habe ein neues Spielzeug. Was ist das? Das sind Solarpanels, die an eine Powerbank angeschlossen sind. Und somit die Powerbank aufladen, wenn man diese Solarpanels entsprechend ausrichtet. Das heißt, ich habe mir jetzt ein bisschen Mühe gegeben, dass die nicht einfach nur platt auf einer Ebene liegen, sondern ich habe den Karton genommen, in dem diese Powerbank verpackt war, um mithilfe eines kleinen Winkels die Ausrichtung gegenüber der Sonne ein bisschen zu optimieren. Und somit müsste jetzt die Powerbank etwas schneller laden. Also angeblich kann ich da in dieser Powerbank 25.000 mAh speichern. Hätte man auch angeben können als 25 Amperestunden, ja. Also bei 5 Volt, die dort an Spannung anliegen, an dem Anschluss für mein Smartphone zum Aufladen, ist dieses Gerät also in der Lage, 25 Stunden lang 1 Ampere zu liefern. Das ist für so eine Powerbank schon ganz ordentlich. Das heißt, ich könnte das Smartphone wahrscheinlich mehrfach daran aufladen. Und das werde ich jetzt versuchen, mal ein paar Wochen lang zu machen. Das heißt, dass ich mit der Energie auskomme, die ich hier einfach nur durch reine Sonnenpower erzeuge. So. Ist das gut, was ich hier mache? Es gibt Leute, die wollen Ihnen das erzählen. Aber die Wahrheit ist wahrscheinlich eher marketingtechnischer Natur. Die wollen Ihnen was verkaufen. Okay, ich muss Ihnen nichts verkaufen. Ich bin Lehrer. Ich erzähle einfach nur die Wahrheit. Der Energieoutput dieses Geräts ist nicht besonders hoch. Ja? So. Es ist schön, dass ich damit mein Smartphone laden kann. Damit werde ich unterwegs wirklich unabhängig von der Steckdose. Und wenn es einen Blackout gibt, dann kann ich mit meinem Smartphone weiterarbeiten. Das sind einfach alles Pluspunkte, die mich dazu bewegen, diese Technik jetzt für mich mehr und mehr einzusetzen. Um mir zu überlegen, wie schaffe ich es wirklich mit möglichst wenig Energieoutput, diesen auch noch möglicherweise selbst zu erzeugen. Wie produziere ich damit Licht? Wie produziere ich damit die Energie, die mein Endgerät braucht? So, das, was ich jetzt alles ausklammere, das ist Mobilität, das ist die Waschmaschine, das ist der Herd und so weiter. Das sind alles Geräte, die arbeiten in Dimensionen mit so viel Energie, da kann ich mit diesen paar kleinen Solarpanels nicht gegen anstinken. Diese Energie kann ich nicht selbst produzieren. Wenn man in der Stadt in einem Mehrfamilienhaus lebt, dann hat man auch nicht genügend Dachfläche anteilig an dem Ganzen, dass man sich dort die Energie erzeugen könnte. Es ist einfach illusorisch. Ne? Also, weiter. Wie kommen wir jetzt weiter mit dieser Sonnenenergie? Habe ich da Sahara gehört? Okay, es gibt Firmen, die stellen da die Solarkollektoren auf, wandeln dann mit einem Wirkungsgrad von 20%, 30%, 40% diese Sonnenenergie in Wasserstoff um. Und die Wirkungsgrade, die ich gerade genannt habe, die sind schon am oberen Limit. Ja? Also mehr ist da aktuell überhaupt nicht rauszuholen. Und das ist nicht sicher, ob das jemals mehr wert. Ja? Was wir eigentlich haben wollen, ist ein Wirkungsgrad von 100%. Ist halt die Frage, kriegt man den überhaupt hin? Nun gut, wir begnügen uns mal mit dem, was geht, weil es ist ja egal, wenn diese Solarpanels hier in der Sonne rumliegen, stören sie mich nicht weiter, haben geringen Handlingsaufwand, ich habe meine Energie für unterwegs und
Tja, gut aufgestellt hatte ich das Ding jetzt schon. Zum ökologischen Nutzen von dem ganzen Ding wollte ich noch was sagen. Ich weiß nicht, wie lange dieses Gerät hält. Aber ich tippe mal drauf, dass es 5 Jahre lang vielleicht okay ist. Danach gibt es leistungsfähigere Geräte, die irgendetwas besser machen, die mehr Energie speichern können, die einen höheren Wirkungsgrad haben, was auch immer. Wir können weiterhin davon ausgehen, dass diese Dinge nicht ewig halten, dass sich auch das Material zersetzt, dass dann wieder erneut Rohstoffe benötigt werden, die transportiert werden müssen in die Fabriken, dort verarbeitet werden müssen, Abwässer entstehen, die sogenannten Treibhausgase entstehen, auch in der Herstellung von Solarpanels, das ist auch gar nicht unerheblich, je nachdem, wie gut diese Fertigungsanlagen sind. Und dann müssen die fertigen Produkte transportiert werden zum Endabnehmer. Wenn der dieses Gerät kauft und damit nicht umgehen kann und das dann einfach nur zu Hause im Schrank liegt, bei der Oma zum Beispiel, weil es irgendjemand gut mit ihr gemeint hat, dann ist das natürlich die schlimmste Verschwendung von allen, nämlich das Nicht-Nutzen eines fertigen Produkts. Wenn ein Produkt nicht bis zum Ende seiner Lebensdauer tatsächlich genutzt wird und wenn es überhaupt nicht genutzt wird, dann ist das einfach mal voll daneben in der Gesamtökobilanz. Okay, wie gehen wir jetzt also in Zukunft mit diesen Geräten um? Ich sage mal, ich sehe es im Moment als eine Art Übergangstechnologie. Ich weiß nicht, was da als nächstes kommt, aber der Output ist nicht überragend. Und der Müll, der bei der Herstellung dieses ganzen Equipments entsteht, der ist überhaupt nicht vernachlässigbar. Ja? Und deswegen sind diese Solarkollektoren zusammen mit der Powerbank, die dranhängt, auch aus meiner Sicht nicht nachhaltig. Dazu müsste dieses Gerät hier lokal hergestellt werden, in einem Werk, welches es wieder einsammelt, welches die enthaltenen Rohstoffe dann auch tatsächlich recycelt und nicht bloß bla 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 Greenwashing betreibt. Greenwashing ist einfach nur zu proklamieren. Wir sind so grün, wir sind so nachhaltig, wir sind so toll, dass ihr unsere Produkte unbesehens kaufen könnt. Darauf sollten Sie nicht reinfallen, ja? Diese ganzen Greenwashing-Labels, das ist alles reine Geschäftemacherei, totaler Humbug. Wenn wir da nicht zu etwas wirklich Zertifizierten kommen, was wenigstens dem deutschen TÜV-Anspruch gerecht wird, dann kriegen wir auch keine Produkte, die in einer Kreislaufwirtschaft nutzbar sind. Also dieses Solarpanel oder diese Solarpanels in diesem Gerät, was ich da jetzt habe, zum Aufladen meines Smartphones, die werden niemals nachhaltig sein, denke ich. Traurig? Ja, ich bin auch traurig darüber, aber beweisen Sie das Gegenteil.